Na, von mir nochmal ein herzliches Grüß Gott aus Regensburg. Ich freue mich sehr über die Einladung, heute hier unser Projekt vorstellen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass sich so viele Leute eingeklinkt haben, mir zuzuhören. Ja, aus der Vorstellung von Herrn Hildmann ging ja schon hervor, dass ich eigentlich ursprünglich mal aus einer anderen Ecke komme und das, was ich heute vorstelle, ist auch nicht allein auf meinem Mist gewachsen, sondern ist ein gemeinschaftliches Projekt mit Tobias Jopp und Marc Spörer, auch beide am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Regensburg tätig. Und man darf sich natürlich jetzt, man wundert sich vielleicht erstmal, wie drei Leute, die sich normalerweise mit wirtschaftlichen Themen beschäftigen oder mit wirtschaftshistorischen Themen, auf so ein Projekt kommen. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen überraschend sein, werde ich gleich was dazu erzählen. Hier nur erstmal ein Überblick darüber, was ich mit Ihnen vorhabe. Zunächst, wie gesagt, eine kurze Hintergrund zu unserem Projekt. Dann sage ich ganz kurz was über unsere Ziele, die wir verfolgen mit dem Projekt. Dann stelle ich das Korpus vor, was wir auswerten, die Methoden. Dann natürlich am interessantesten ein paar vorläufige Ergebnisse und eine Diskussion. Übrigens, dass die Folien auf Englisch sind, hat jetzt den Hintergrund, dass wir dieses Papier auf Englisch schreiben, damit die deutsche Geschichtswissenschaft auch im Ausland natürlich besser wahrgenommen wird und wir den Vortrag auch im englischsprachigen Raum halten. Das bitte ich jetzt zu entschuldigen. Der Vortrag ist natürlich auf Deutsch. Wie gesagt, zunächst zur Vorgeschichte. Dieses ganze Projekt ist entstanden damals, als man noch gemeinsam in die Mensa gegangen ist und zusammen Mittag gegessen hat. Manche mögen sich noch daran erinnern. Wir haben uns damals gefragt, da wir alle am Lehrstuhl oder viele am Lehrstuhl vor allem quantitativ arbeiten, wie, und naja, das ist ja allen bekannt, so diese Zweiteilung zwischen quantitativ arbeitenden und qualitativ arbeitenden Historikern. Und wir haben uns eben gefragt, wie sich das irgendwie messen lassen könnte, der Einsatz von quantitativen Methoden in der Geschichtswissenschaft. Da ist dann ein Aufsatz bei entstanden, der dieses Jahr in der HZ erschienen ist. Für diesen Aufsatz haben wir ein Korpus bestehend aus verschiedenen geschichtswissenschaftlichen Zeitschriften zusammengetragen und ausgewertet. Unter anderem auch schon mit einem einfachen Text-Mining-Ansatz, nämlich wir haben ein statistisches Wörterbuch quasi abgefragt, wie häufig statistische Wörterbücher denn in diesen Aufsätzen erschienen sind. Und das war für uns der Indikator für quantitatives Arbeiten. Und wie gesagt, da ist dieses Paper bei entstanden. Dann hatten wir einfach ein schönes Korpus und haben uns gefragt, was kann man denn noch mit diesen Daten machen? Es war natürlich sehr aufwendig, dieses Korpus zusammenzustellen. Und wir wollten natürlich noch mehr Fragen daran richten. Und ja, da ich auch, wie Herr Hildmann schon gesagt hat, im Rahmen meiner Dissertation mich auch schon mit Text-Mining-Verfahren beschäftigt habe, lag natürlich nahe, dieses Korpus noch mit weiteren Methoden auszuwerten. Und naja, die Leitfrage war dann eben, inwieweit, was wir sozusagen mit Text-Mining-Methoden über die Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft denn so in Erfahrung bringen können. Und was wir jetzt konkret in diesem Projekt machen, ist eben auf Basis von Topic Modeling dieses Korpus zu erkunden, also wirklich datengestützt vorzugehen und die darin schlummernden Themen sozusagen zu entdecken, ohne dann tatsächlich irgendwelche Kategorien vorzugeben. Das ist die besondere Eigenschaft von Topic Modeling, auf die ich dann gleich nochmal eingehen werde. Nichtsdestotrotz leiten uns natürlich gewisse Forschungsfragen, die ich hier mal aufgelistet habe. Die naheliegendste wäre natürlich, welche Untersuchungsgegenstände, welche Themen denn tatsächlich zu beobachten sind und wie sich deren Bedeutung über den Zeitablauf hin verändert hat. Und im Laufe dann des Projekts ist uns dann auch klar geworden, dass wir uns damit immer weiter in diese ganze Turn-Literatur begeben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Literatur, die verschiedenste Turns in den Geisteswissenschaften ausgerufen hat. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit diese Veränderungen, die wir im Korpus entdecken können, denn damit mit diesen Turns eventuell in Verbindung stehen. Und natürlich daran anschließend an die Frage, inwieweit diese Methoden, die wir benutzen, vielleicht auch in der Lage sind, diese Turns tatsächlich
die Entstehung dieser Turns nachzuvollziehen und tatsächlich auch, das wäre dann die letzte Frage, zu ermessen, welche Turns denn nun dominant waren, vielleicht dominanter als andere, zumindest auf der Basis dann eben dieses Korpus, das wir haben, und auch in, wie wir diese Turns dann eben datieren können. Das Korpus, um das es geht, besteht aus diesen Zeitschriften, die ich hier aufgelistet habe. Über die Erstellung eines solchen Korpus kann man natürlich immer lang und breit diskutieren. Für uns war sehr wichtig, dass wir eben sozusagen serielle Quellen uns anschauen, die sozusagen dann eben auch eine diachrone Betrachtung erlauben. Natürlich könnte man auch überlegen, dass man Bücher, Monografien nimmt, Sammelbände nimmt. Nur da eine Auswahl zu treffen, erschien uns dann noch ein bisschen schwieriger, als ohnehin schon die Frage nach den geeigneten Zeitschriften war. Uns ging es jetzt darum, nicht unbedingt ein repräsentatives Abbild der deutschen Geschichtswissenschaft oder der Geschichtswissenschaft in Deutschland, muss man ja eher sagen, abzuzeichnen, sondern eher die Zeitschriften zu erfassen, bei denen die sozusagen einen prägenden Charakter haben, bei denen sozusagen die Musik spielt, bei denen man auch am ehesten vermuten kann, dass sie eben tonangebend waren im Sinne eben dieser genannten Turns. Dann ging es uns natürlich auch darum, schon die unterschiedlichen Richtungen abzudecken, also einmal so die generelle, allgemeine Geschichte, abgebildet durch die historische Zeitschrift etwa, aber dann eben auch Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, letztere vor allem, weil wir uns ja am Lehrstuhl eben besonders mit wirtschaftshistorischen Fragestellungen beschäftigen. Und so sind dann eben, haben wir dann eben uns für diese Zeitschriften, die hier aufgeführt sind, entschieden. Ein paar Anmerkungen zu dem Korpus vielleicht. Wir sehen, dass natürlich diese Zeitschriften unterschiedlich stark gewichtet sind, was zum einen natürlich den unterschiedlichen Gründungsdaten geschuldet ist, dann natürlich auch den unterschiedlichen Publikationsfrequenzen. Die historische Zeitschrift nimmt hier mit 13% aller Artikel eben einen sehr großen Anteil des Korpus ein. Dagegen die Zeitschrift für historische Forschung mit 5,7% eben nur ein relativ klein. Das Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte hat den kleinsten Anteil, was der Tatsache geschuldet ist, dass wir es erst ab 1991 erfassen, sprich dann ab der Wiedervereinigung. Das Jahrbuch ist ja davor in der DDR erschienen. Grundsätzlich hier konzentrieren wir uns eben auf Zeitschriften, die ihren Mittelpunkt eben in der BRD hatten. Was wir auch gemacht haben, ist, die fremdsprachigen Artikel, die es zum Teil auch in diesen Zeitschriften gab, außen vor zu lassen. Das hat technische Gründe, aber da diese Artikel sowieso nur einen kleinen Anteil ausmachen, ist das unproblematisch. Wir haben dann hier zwei weitere Merkmale erhoben, die dann auch für die weitere Auswertung des Korpus relevant sind. Zum einen haben wir uns die Autorenschaft angeschaut. Das ist hier diese Spalte. Und hier haben wir eben untersucht, inwieweit weibliche Autoren für die Artikel verantwortlich zeichnen. Das ist die erste Zahl jeweils, gibt den Anteil von Artikeln an denen mindestens eine Frau beteiligt war. Der zweite Zahl bezieht sich dann auf Artikel, die nur von Frauen verfasst wurden. Und wir sehen, dass hier diese Zahlen eben erschreckend gering sind. Insgesamt auf das ganze Korpus bezogen waren eben in nur 12,5% aller Artikel mindestens eine Frau beteiligt. Nur von Autorinnen verfasste Artikel belaufen sich auf 11%. Das ist also wirklich wenig, und wenn man sich das im Zeitablauf anguckt, ist das auch erst, sagen wir mal, ab den 80er Jahren sind da Frauen systematisch zu beobachten. Eine zweite Variable, die wir erhoben haben, bezieht sich auf die Anzahl der Autoren, und diese Spalte gibt den Anteil derjenigen Artikel an, die nur von einem Autor oder einer Autorin verfasst wurden, die Single-Author-Paper. Und hier sehen wir eben, dass in der Geschichtswissenschaft dann doch sozusagen Einzelkämpfertum herrscht. Die meisten Artikel, mit Abstand meisten Artikel, wurden eben von einer Person verfasst. Und wenn man das dann mit anderen Wissenschaftsbereichen vergleicht, beispielsweise eben mit den Wirtschaftswissenschaften, dann sehen wir da doch wesentlich mehr Co-Autorenschaft, als das bei den Historikern und Historikerinnen der Fall ist. Und auch das ist, wenn man sich den Zeitablauf anguckt, auch noch bis in die Gegenwart eigentlich der Fall. Die meisten Artikel werden von einzelnen Autoren verfasst.
Wie gesagt, das ist der Korpus. Über die Zusammenstellung kann man viel diskutieren, aber ich finde, wir haben hier eben ein gutes Abbild von dem Teil der Geschichtswissenschaft, vom großen sichtbaren Teil der deutschen Geschichtswissenschaft gebildet. Natürlich könnte man diskutieren, auch kleinere Fachzeitschriften zu integrieren, aber das würde eben wieder den Charakter sozusagen dieser Leading Journals etwas untergraben. Was haben wir nun gemacht? Wir haben ein LDA Topic Model auf dieses Korpus angewandt. Wahrscheinlich ist ja den meisten im Auditorium Topic Modeling ja bekannt. Ich möchte auch nicht zu sehr jetzt in die technischen Details gehen. Es gibt jedenfalls eine ganze Reihe von Beispielen, in denen auch dieses Topic Modeling auf einen Korpus aus Fachzeitschriften angewandt wurde. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir wenden dieses klassische LDA-Topic von Bly et al. An. Ein paar technische Vorbemerkungen, wie das so Usus ist, entfernen wir hier eben auch. Stopwords, also häufig vorkommende Wörter, die wenig bis gar keine Bedeutung tragen. Wir haben uns entschieden, kein Stemming oder Lemmatisierung zu machen. Wen es interessiert, kann ich hinterher gerne noch darauf eingehen, warum wir das gemacht haben. Wir haben als Software Mallet genutzt und dann nach mehreren Testdurchläufen uns dafür entschieden, 80 Topics zu extrahieren. Auch da wieder ist das so, wie das ja auch meistens passiert, man wählt verschiedene Anzahl an Topics und wählt da den Kompromiss eben, das zwischen allgemeinen und aber generellen allgemein generellen Topics und zu spezifischen Topics. Und da liegt 80 eben genau gut in der Mitte. Und dann noch zwei technische Anmerkungen für die Spezifizierung des Modells. Funktionsweise für die nicht damit vertraut sind, habe ich mal versucht, hier abstrakt kurz darzustellen. Also man hat eben eine ganze Reihe von Dokumenten. Man spezifiziert ein paar Daten, eben vor allem die Anzahl der Topics, die man extrahieren möchte. Dann arbeitet hier der Algorithmus. Dort passiert dann die Magie sozusagen. Und im Ergebnis erhält man zwei Arten von Output. Das eine sind Topics, also Listen aus Wörtern, die häufig zusammen vorkommen und die sowas wie eine gemeinsame Bedeutung generieren. Und der zweite Output besteht aus Topic-Verteilungen für jedes dieser einzelnen Dokumente, sodass man eine quantitative Darstellung des Inhalts dieser Dokumente hat. Wie gesagt, ich möchte jetzt über die technischen Aspekte weniger reden, sondern eher darüber, was Topic Modeling auf einer konzeptionellen Ebene ermöglicht. Und ich finde, der Text-Mining-Methoden generell, aber dieses Topic Modeling im Besonderen ermöglicht eben, in seine Texte, in seine Textsammlung hinein und hinaus zu zoomen. Also wie so ein, wie wenn man eine Kamera mit einem Objektiv mit großer Brennweite hat, sodass man sowohl ein Panoramabild sich angucken kann, als auch in die Details hineinzoomen kann. Und so die Analyse auf verschiedenen Ebenen vornehmen kann. Und ich bin zwar kein Kunsthistoriker, aber ich finde, das kann man eben dieser Gedanke von Distanz und Nähe kann man ganz gut anhand sozusagen eines Bildes deutlich machen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Sie müssten dieses Bild von Hieronymus Bosch analysieren, interpretieren, dann wäre man natürlich jetzt erstmal erschlagen von der Fülle an Informationen, die in diesem Bild drinstecken, eine Fülle von Entitäten. Und man steht sozusagen hier erstmal, wie viele Forscher, die mit großen Datenmengen arbeiten, erstmal vor so einem Haufen unstrukturierter Daten. Und was Topic Modeling oder auch viele Algorithmen machen, ist jetzt nach Mustern in diesem Bild zu suchen. Und wenn man jetzt sozusagen hier einen solchen Cluster-Algorithmus mal drauf loslassen würde, könnte ein Ergebnis sein, dass dieser Algorithmus hier lauter fliegende Wesen identifiziert. Und wenn das nur eine Kategorie ist, die einen persönlich aus der Forschungsfrage heraus interessiert, gibt uns das nun die Möglichkeit, hinein zu zoomen und diese Gegenstände en Detail dann zu betrachten. Und hier würde man dann eben sehen, ja, okay, das ist ein Greif und der auf dem reitet jemand und der raubt hier gerade irgendein anderes Wesen. Also hier sozusagen der Ausgangspunkt, man hat eine große Menge Daten und zoomt in die Details hinein. Und das kann eben sehr sinnvoll sein, beziehungsweise es erleichtert dann eben auch die Arbeit nah an dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand und an den Details, die einen interessieren. Nun würden die meisten Historiker wahrscheinlich, klassisch arbeitende Historiker, eher andersrum vorgehen, nämlich von einem Ausschnitt der Welt, den sie beispielsweise im Archiv finden. Aber auch da kann es eben sinnvoll sein,
aus der Detailbetrachtung herauszuzoomen, um sich zu fragen, ob die Interpretation, die man auf Basis des Ausschnittes gewonnen hat, denn übertragbar und generalisierbar ist. Und auch das kann man wieder mit einem Bild, wie ich finde, sehr schön veranschaulichen. Wenn man jetzt diesen Bildausschnitt sich hier mal betrachtet und da seine Schlüsse draus ziehen würde, dann könnte man meinen, dass das vielleicht irgendein niederländisches Stillleben oder sowas ist. Ja, und das wäre vielleicht ganz plausibel. Wenn man dann aber rauszoomt und sich diesen Ausschnitt in seinem Kontext anguckt, dann kann es eben passieren, dass man merkt, auch man war auf der falschen Spur sozusagen. Und das wollte ich eben mit diesem Bild hier verdeutlichen, weil man hier eben sieht, ne, dass so dieses klassische Stillleben, das man vor dem Hintergrund dieses Ausschnittes vermutet hätte, hier einen auf die falsche Spur gebracht hätte. Alles, was ich damit sagen möchte, ist, und das ist auch das, was wir in dem Papier machen, dass wir mit Topic Modeling eben wunderbar die verschiedenen Abstraktionsniveaus uns anschauen können, eben das ganze Korpus oder bis hinein in einzelne Dokumente. Und das ist eben auch dem Vorteil von Topic Modeling geschuldet, dass Topic Modeling eine Fülle von Daten produziert, die man dann für verschiedene Abstraktionsniveaus nutzen kann. Aber so viel der Vorrede. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Ergebnisse präsentieren. Auch hier werden Sie wieder sehen, unterschiedliche Betrachtungsniveaus. Erst einmal vorneweg ein paar Beispiele für Topics, die wir generieren können. Ich hoffe, das ist groß genug zu sehen. Einfach, wie gesagt, ein paar Beispiele, um so die verschiedenen Arten der Topics, die wir gefunden haben, zu verdeutlichen. Von den 80 Topics, muss man sagen, sind 75 für uns jedenfalls eindeutig interpretierbar. 5 haben für uns keinerlei Bedeutung, aber das kommt beim Topic Modeling auch normalerweise vor. Wenn Sie hier sehen, fangen wir mal an mit einem Beispiel hier links oben in der Ecke, dann besteht dieses Topic eben aus lateinischen Begriffen. Hier hat der Algorithmus also erkannt, dass in einzelnen Artikeln eben lateinische Zitate beispielsweise drinstecken und diese Zitate und diese lateinischen Textstellen wurden hier geclustert. Für uns persönlich, für unsere Fragestellung jetzt ist es jetzt weniger relevant, aber man kann sich durchaus eine ganze Reihe von Fragestellungen überlegen, wo dieses Topic jetzt durchaus hilfreich wäre. Dann haben wir einige Topics, die wirklich im Sinne von Themen zu interpretieren sind, also beispielsweise hier dieses Topic, Bischof, Kloster, Abt, Klöster oder hier Krieg, Armee, Soldaten, militärisch. Das sind eindeutig sozusagen inhaltstragende Topics, während wir dann beispielsweise hier unten auch einige Topics haben, die sich auf geografische Entitäten, wie wir es genannt haben, beziehen, primär, wo man sich eben fragen kann, geht es jetzt hier um Frankreich oder geht es tatsächlich um sozusagen das Land, die Region oder ist es so eine Art Metatopic oder ist es tatsächlich der Gegenstand, das Frankreich erforscht? Und wie gesagt, so haben wir eine ganze Reihe von Topics identifiziert. Wenn wir jetzt diese 80 Topics einzeln erklären wollten, dann bräuchten wir wahrscheinlich 5 Aufsätze dafür, weshalb wir uns dafür entschieden haben, diese Topics in Oberkategorien zusammenzufassen, die wir dann im EnglischtMain Topics genannt haben. Man könnte sie im Deutschen auch Obertopics nennen. Das haben wir dann sozusagen ohne Algorithmus gemacht, beziehungsweise nur mit dem Algorithmus in unseren Köpfen. Wir haben uns die Topics angeschaut und uns gefragt, welche Zuordnungen sind denn sinnvoll? Und natürlich hätte es da einige Mehrfachzuordnungen geben können. Es gibt beispielsweise ein Topic, das sich mit dem Islam befasst, im weitesten Sinne. Das hätte man dann einerseits dieser Kategorie Glaube und Religion zuordnen können. Wir haben uns dann allerdings dafür entschieden, es eher als geografische Einheit zu betrachten, denn wenn man dann in die Artikel reinschaut, geht es eher um sozusagen die islamische Welt, also die Regionen, in denen der Islam dominant ist. Und wie gesagt, so gab es eine Reihe von Entscheidungen, aber das haben wir sozusagen dann als unter uns sozusagen in einem Diskussionsprozess ausgemacht. Und diese Darstellung, die Sie jetzt hier sehen, diese TreeMap-Darstellung, zeigt sozusagen die Gewichte dieser einzelnen Topics und damit auch die relativen Gewichte der Main-Topics. Diese Flächen hier, die Sie hier sehen können, entsprechen den relativen Topic-Anteilen dieses jeweiligen Topics. Also Topic 0 beispielsweise hier auf der linken Seite bei Historiography ist ein sehr, sehr großes Topic, während hingegen Topic 61 hier hinten bei Single Topics eher ein sehr kleines Topic ist.
Hier unten habe ich dann mal die absoluten Zahlen notiert, also dieses Topic Historiography, das ein sehr abstraktes Topic ist und Main Topic ist, über das wir auch gleich noch reden werden, nimmt knapp 30% des ganzen Korpus ein, während dieses kleine Topic Wissen lediglich auf 2,4% des Korpus kommt. Diese Kategorienbildung erlaubt uns eben sozusagen nochmal eine Komplexitätsreduktion. Sie erlaubt uns eben auch größere Trends zu untersuchen, die man, wenn man eben nur diese einzelnen Topics anschauen würde, nicht richtig sehen würde. Trends ist jetzt das richtige Stichwort. Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung, die zeitliche Entwicklung dieser Obertopics, die ich gerade gezeigt habe, geklettert. Das sind gleitende Durchschnitte, die hier abgebildet sind, denn die Reihen sind an sich sehr volatil. Hier könnte man jetzt auch Stunden verbringen und die Entwicklung dieser Obertopics interpretieren. Ich will nur auf ein, zwei Besonderheiten hinweisen. Also mich als Wirtschaftshistoriker erfreut natürlich ganz gemein, dass das Obertopic Economy hier im Zeitablauf einen positiven Trend hat. Also diese alle Topics, die im weitesten Sinne mit Wirtschaft zu tun haben, nehmen im Zeitablauf an Bedeutung zu. Anders sieht es hier beispielsweise mit Themen aus dem Bereich Politik stammen. Nach einem Höhepunkt in den 1960er Jahren hat man hier eben einen starken Rücklauf von politikgeschichtlichen Arbeiten, was auch ganz gut zum Befund in der Literatur passt, dass in den 70ern in Politikgeschichte weniger relevant wurde. Und gleichzeitig damit verbunden, auch das passt ganz gut zum Befund in der Literatur, hier das Main Topic Society, also Themen, die im weitesten Sinne sich mit Gesellschaft befassen, weisen in den 70er Jahren einen ganz starken Sprung auf, was eben Rückschlüsse auf die Zeit auch wieder erlaubt und worin sich dann die Etablierung der historischen Sozialwissenschaft eben sehr gut widerspiegelt. Das Themenbereich Deutschland, den wir als separates Main Topic modelliert haben und nicht den geografischen Einheiten zugeordnet haben, weil wir hier eben eine ganze Reihe von Topics gefunden haben, ist mehr oder weniger konstant, wobei man hier dann noch eine relativ volatile Entwicklung beobachten kann. Auch ganz interessant, wie ich finde, ist der Themenbereich Konflikt und Gewalt, der im Zeitablauf eben auch einen positiven Trend aufweist, während dann Wissen auch eher konstant verläuft. Und wie ich schon gesagt habe, produziert so ein Topic Model ja eine unglaubliche Menge an Daten und man kann hier ganz verschiedene Betrachtungsniveaus wählen. Man kann beispielsweise dann die Topic-Anteile auch für die einzelnen Zeitschriften berechnen. Also man könnte, was wir nicht machen, einen sehr elaborierten Vergleich der einzelnen Zeitschriften anstellen und fragen, wo die unterschiedlichen Schwerpunkte sind. Wir machen das aus Platzgründen nicht. Und das ist vor allem ein eigenes Paper wieder und für die internationale Publikum, das wir da hier ansprechen, vielleicht auch weniger relevant. Nichtsdestotrotz sehr interessant. Auch hier kann man mal so einige Highlights vielleicht rausgreifen. Wenig überraschend ist das Main Topic Wirtschaft im Jahrbuch, in den Vierteljahrsschriften und in der Zeitschrift für Unternehmensgeschichte sehr prominent. Aber eben auch im Archiv für Sozialgeschichte beispielsweise mit 10% relativ stark ausgeprägt. Politik dort eben auch besonders stark ausgeprägt, ebenso im historischen Jahrbuch, aber besonders eben in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte. Und dort finden wir eben auch zwei andere Schwerpunkte, nämlich einmal der Bezug auf Deutschland und aber auch besonders interessant, wie ich finde, eben das Oberthema Konflikt und Gewalt eben mit 14% besonders stark in der VFZ zu finden ist. Wie gesagt, hier könnte man noch eine ganze Reihe von weiteren Vergleichen anstellen. Vielleicht nur noch eine wichtige Information, weil wir darüber auch noch gleich darauf zurückkommen werden. Dieses Main Topic Historiography, also ein sehr abstraktes Thema, das ihr sich mit Geschichtsschreibung allgemein befasst, ist für alle Zeitschriften eben das dominante oder fast das dominanteste oder eines der dominantesten Themen überhaupt. Und das spiegelt eben wieder diesen allgemeinen Charakter dieses Obertopics wider. Wie gesagt, der Titel des Papers deutet ja schon darauf hin, dass wir uns auch für die Turns, die gemeinhin diskutierten Turns, eben interessieren
Und was wir uns dann natürlich gefragt haben, ist, inwieweit wir mit Hilfe dieser Topic-Daten eben Spuren dieser verschiedenen diskutierten Turns finden können. Und da kann man jetzt ganz verschiedentlich vorgehen. Man kann sozusagen nochmal versuchen, weitere quantitative Methoden anzuwenden. Man kann auch versuchen, ganz einfache Methoden wieder anzuwenden. Wir machen das jetzt für verschiedene Aspekte einmal durch. Was wir als erstes gemacht haben, war, die Topic-Daten für eine sogenannte Cluster-Analyse zu verwenden. Die Idee dahinter ist, dass man die Topic-Verteilung, die man ja für verschiedene Jahre, für jedes Jahr hat, zu nutzen, um zu schauen, inwieweit sich gewisse Jahre denn in Bezug auf ihre Topic-Verteilung ähneln, was im Endeffekt nichts anderes ist als eine datengestützte Periodisierung des Zeitraums. Ja. Also man hat eben für jedes einzelne Jahr die Topic-Verteilung und die Cluster-Analyse macht dann nichts anderes als den Vergleich dieser einzelnen Jahre und sortiert diese Jahre dann nach Ähnlichkeit. Und die Anzahl der Cluster oder die Anzahl der Perioden in dem Fall wird durch diesen Algorithmus eben auch selber schon geschätzt, was sozusagen den Vorteil hat, dass man nicht selber ex ante vorgibt, ich möchte jetzt 5, 6, 7 Perioden gerne hier haben, sondern das ist passiert datengetrieben. Hier gibt es verschiedene Varianten. Alle Varianten, die wir ausprobiert haben, also beispielsweise, ob wir jetzt einzelne Topics zugrunde legen oder diese Kategorien, führen alle zu dem gleichen Ergebnis, dass der Untersuchungszeitraum immer in 2 Perioden geteilt wird, nämlich 1975 bis 1974 und 1975 bis 2019. Das kommt immer raus. Also immer dieser Bruch Mitte der 70er Jahre. Das ist einerseits, ja klar, ganz plausibel, denn in den 70er Jahren haben wir ja diese 2 großen Flaggschiffe oder diese 2 großen Zeitschriften, AFS und die GUK, die dort eben etabliert wurden. Generell spiegelt das ja auch eine starke Veränderung des Fachs in dieser Zeit wider, nämlich das Aufkommen der Sozialgeschichte. Andererseits ist das natürlich auch ein etwas enttäuschendes Ergebnis, weil das suggeriert, dass nach 1975 ja nichts mehr passiert sei. Und das ist natürlich ein etwas unrealistischer Befund, wenn man sich anschaut, was in der einschlägigen Literatur denn sonst eben so beschrieben. Wir kommen hier zu dem Schluss, dass auf dieser Ebene dieser Clusteranalyse eben der Bruch der 70er Jahre sehr, sehr stark ist und verglichen damit dann die Veränderungen danach vielleicht einfach nicht so sehr ins Gewicht fallen, was aber nicht heißt, dass danach keine Veränderungen mehr stattgefunden hätten. Und um dieser Frage jetzt weiter nachzugehen, inwieweit wir eben gerade den Cultural Turn, der ja besonders wichtig ist, dort identifizieren können, schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt nochmal dieses Obertopic Geschichtswissenschaft an, das ich gerade schon mehrfach erwähnt habe. Und anhand dieser Bestandteile dieses Obertopics sehen wir zum einen, wie auch wieder hier dieses Hineinzoomen funktioniert. Und andererseits können wir hier auch wirklich Rückschlüsse nochmal auf das Fach eher auf konzeptioneller Ebene dann finden. Und diese Bestandteile möchte ich jetzt kurz mit Ihnen mit einmal durchgehen. Wir haben bei der Vergabe dieser Labels, die Sie hier sehen, also Structure, Source, Criticism, das sind die Labels, die wir nach unserer Interpretation dieser Topics vergeben haben. Und natürlich haben wir das, da wir deutsche Muttersprache sind, erstmal auf Deutsch gemacht. Dann mussten wir das übersetzen und dabei haben wir festgestellt, naja, dass unsere Sprache schon sehr schön ist, weil sie schöne, prägnante Begriffe hat, die im Englischen dann ein bisschen verloren gehen. Also beispielsweise dieses Topic 0, Zeit. Wir haben das genannt im Deutschen Werden und Vergehen, weil dieses Topic besonders in Aufsätzen zu finden ist, die sozusagen einen narrativen Charakter haben, die eine Art der Geschichtserzählung aufweisen, die vor allem auf das Vergehen von Zeit abstellt. Und eben dieses Werden und Vergehen im Deutschen, finde ich, klingt das sehr schön. Genesis in Demise klingt im Englischen da jetzt weniger schön. Aber ich hoffe, Sie verstehen, worum es geht. Hier sehen Sie die schwarze Linie, das ist der zugehörige Topic-Anteil. Und das ist eben so zu lesen, dass im ersten Jahrzehnt dieses Topic immerhin zwischen 10 und 12% des Korpus ausgemacht hat, danach aber systematisch zurückgeht. Das heißt, diese Art der Geschichtserzählung ist offensichtlich stark rückläufig. Demgegenüber haben wir hier das Topic 1 Structures,
auf den ersten Blick sieht, dieses Topic verrät jetzt nichts, warum wir auf Strukturen gekommen sind. Auch hier haben wir dann uns wieder die Artikel angeguckt, die besonders hohe Topic-Anteile aufgewiesen haben. Und hier sehen wir dann eben, dass, ich sehe gerade, hier werden schon Vorschläge gemacht, wie man das Topic noch nennen könnte. Das ist sehr schön, bin ich sehr offen dafür. Zurück zu diesen Topic Structures. Wir haben hineingeschaut in die Artikel, die sehr hohe Topic-Anteile aufgewiesen haben. Und da wird eben deutlich, dass es immer um eine Form oder eine andere Form von Strukturen geht. Sei es, dass es um Institutionen geht, um Verbände, also ganz verschiedene mögliche Arten von Strukturen. Und dieses Topic hat eben hier quasi eine verzeichnende Erfolgsgeschichte, sozusagen spiegelbildlich zu dem, was Topic Werden und Vergehen hier zeigt. Dann haben wir hier ein Topic Source Criticism, beziehungsweise hier geht es auch um Aufsätze, in denen Quellen vorgestellt werden. Das alles in allem relativ konstant, leicht rückläufig. Möchte ich jetzt an der Stelle nichts weiter dazu sagen. Interessanter und auch hier wieder für die Turns relevanter ist eben dieses Topic Social History. Wir hatten das ursprünglich mal Social Sciences genannt, weil hier der Verlauf, Anstieg in den 70er Jahren, unserer Meinung nach erstmal ganz gut dazu gepasst hätte, sozusagen wieder Etablierung der historischen Sozialwissenschaft, auch vielleicht ein eher ja, sozialwissenschaftlicher Zugang zur Sozialgeschichte. Allerdings ist uns dann aufgefallen, dass dieses Topic sehr stark auch in eher kulturhistorisch arbeitenden Aufsätzen zu finden ist, was dann erklären würde, dass dieses Topic eben auch im Laufe der Zeit dann hier konstant bleibt. Also deswegen haben wir es nochmal umgenannt und verstehen dieses Topic jetzt als Spiegelbild von Sozialgeschichte insgesamt, sowohl einen sozusagen sozialwissenschaftlichen Zugang abbildend, als auch einen eher kulturwissenschaftlichen Zugang abbildend. Gehen wir weiter. Wir haben hier ein weiteres Topic, Biografien. Die Bestandteile deuten auch ganz stark darauf hin, dass dieses Topic sich vor allem in Aufsätzen findet, dass sich mit historischen Persönlichkeiten befasst. Und der Verlauf zeigt eben auch eine ganz spannende Entwicklung, wie ich finde. Bis in die 60er Jahre hinein ist dieses Topic eben relativ stark ausgeprägt. Danach geht es relativ stark zurück. Auch das würde wieder sozusagen zur Etablierung der historischen Sozialwissenschaft mit ihrem Fokus eben auf sozusagen nicht mehr das Individuum, sondern eben die Massen zusammenfallen würde. Also auch das Indikator sozusagen wieder für den eher sozialwissenschaftlichen Turn. Und jetzt endlich finden wir die erste Spur für sowas wie einen Cultural Turn, nämlich das Topic 5, dessen Bestandteile Kommunikation, Diskurs, Kultur, Sprache, Identität ja schon sehr deutlich auf sozusagen kulturhistorische Ansätze hindeutet. Und der Verlauf dieses Topics zeigt eben auch sehr deutlich, dass wir es hier mit einem Turn sozusagen zu tun haben. Der Anstieg ist ja wirklich sehr eindrucksvoll, wobei man sagen muss, dass die Anteile oder dass diese zeitliche Entwicklung dann doch später einsetzt, als man so gemeinhin lesen würde, die in der Literatur liest. Also dort wird der Cultural Turn ja wesentlich früher datiert, so auf die 1980er Jahre, frühen 1990er Jahre, während dann hier sozusagen ja die Musik dann erst später zu spielen beginnt. Wir haben dann ein weiteres Topic, eben, das sich eher mit quantitative Zugänge zur Geschichte abbildet. Das ist Topic 8, quantitative Analyse. Hier der Verlauf spricht eben auch wieder für zum einen so einen sozialwissenschaftlichen Turn und dann einen Rückgang in den 1990er Jahren, der auch wieder sozusagen einen Hinweis für den Cultural Turn liefert, dass man das in der Masse dann doch eher der quantitative Ansatz zurückging und wir eher in Richtung qualitative Ansätze uns bewegt haben. Dieses Topic Theorie und Geschichte befasst sich einmal auch mit, wie gesagt, mit Geschichtstheorie, aber auch mit der Geschichte der Geschichtswissenschaft und das ist dann eher relativ konstant ausgeprägt. Diese beiden Topics, Topics 5 und Topics 8, Kulturgeschichte und quantitative Analyse, sind für uns sozusagen sehr zentrale Indikatoren für grundsätzlich sehr unterschiedliche Zugänge zur Geschichtswissenschaft. Und deswegen haben wir diese beiden Topics jetzt nochmal einer genaueren Betrachtung unterzogen,
beziehungsweise genutzt, um nochmal hier einen Vergleich zwischen den einzelnen Zeitschriften anzustellen. Und hier sehen Sie die Topic-Anteile von Topic 5 und Topic 8 mal aufgegliedert für jede einzelne Zeitschrift. Und hier wird eben deutlich, dass sich diese Veränderungen, die wir gerade im Aggregat beobachtet haben, für diese einzelnen Zeitschriften doch recht unterschiedlich ergeben. Also die graue Linie, ich hoffe, Sie können den farblichen Unterschied sehen, dieses Topic 8, das quantitative Topic, findet sich eben eigentlich schwerpunktmäßig hier nur im Archiv für Sozialgeschichte, im Archiv für Sozialgeschichte, im Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, in der Vierteljahresschrift und in der Zeitschrift für Unternehmensgeschichte. Quantifizierung ist also in den anderen Zeitschriften kaum zu beobachten, was auch unser ursprüngliches Paper wieder bestätigt. Auf der anderen Seite, das kulturgeschichtliche Topic 5 ist auch wieder schwerpunktmäßig, aber diesmal in anderen Zeitschriften zu beobachten. Klar, im Archiv für Kulturgeschichte, interessanterweise im Archiv für Sozialgeschichte auch. Also hier hat man wirklich beide Topics ausnahmsweise sehr prominent in einer Zeitschrift. Geschichte und Gesellschaft eben besonders stark ausgeprägt, hier mit dem Topic 5, während dann in den wirtschaftshistorischen Zeitschriften dieses Topic zwar auch zu finden ist, aber nur mit relativ geringen Topic-Anteilen. So, und das sind sozusagen jetzt Hinweise auf einen sozialwissenschaftlichen Turn und so einen allgemeinen kulturhistorischen Turn, Cultural Turn. Was wir bisher noch nicht gefunden haben, ist sozusagen, sind Hinweise auf diese ganzen anderen Turns, die immer wieder diskutiert werden. Also Gender Turn, Performative Turn, Linguistic Turn und so weiter. Man findet allerdings auf der Ebene der Topics, der individuellen Topics hier, noch zwei Beispiele, die sich, wenn man möchte, sozusagen mit einem oder mit zwei Turns in Verbindung setzen lassen. Das ist einmal Topic 44, Family and Sex. Das, wenn man sich die Bestandteile anguckt, offensichtlich um den Themenbereich Frauen, Familie, Geschlecht und so weiter sich dreht. Das ist abgebildet in der schwarzen Linie hier rechts. Und wir sehen auch hier wirklich einen sehr starken Anstieg in den 1980er Jahren und dann interessanterweise aber wieder einen relativ starken Rückgang nach, sagen wir mal, 1995. Das zweite Topic betrifft kolonialhistorische Themen, Topic 72. Hier die einzelnen Bestandteile sind auch wieder sehr, sehr eindeutig zuordnenbar. Und die zeitliche Entwicklung ist eben auch hier wieder sehr rasant. Ab den 2000er Jahren steigt der Topic-Anteil sehr, sehr stark an, was sozusagen ein Hinweis auf einen Postcolonial Turn liefern könnte. An dieser Stelle muss man sagen, ist es sozusagen mit der Evidenz auf dieser Topic-Modeling-Ebene vorbei. Wir finden jetzt keine weiteren Spuren für sowas wie einen kommunikativen Turn. Aber was man natürlich machen kann, ist dieses Korpus, das wir zusammengestellt haben, auch noch mit anderen Mitteln auszuwerten. Beispielsweise mit einfachen Frequenzanalysen, indem man dann nach einzelnen zentralen Begriffen, die mit diesen Turns verbunden sind, sucht. Also beispielsweise nach dem Wort Narrativ, Diskurs, global. Man könnte, wenn man nach einem Spatial Turn interessiert ist, nach räumlich konnotierten Begriffen suchen. Das machen wir auch. Aber man muss an der Stelle sagen, dass das eine andere Art der Evidenz ist. Denn wenn man nur nach einzelnen Stichwörtern sucht, hat das natürlich eine ganz andere Belastbarkeit, als wenn man Topic Models zugrunde liegt, die ja die Kokurrenz von Wörtern und von Begriffen berücksichtigt. Also ich würde so weit gehen zu sagen, dass wenn man eine Aussage auf Basis von eines Topic Models stützt, man dann doch eine belastbarere Aussage treffen kann, als wenn man jetzt nur nach einzelnen Stichwörtern sucht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir das gemacht. An der Stelle sei ein kleiner Werbeblock gestattet. Wir haben daraus dann ein extra Papier gemacht, das jetzt zunächst als Working Paper erschienen ist, aber dann auch bald in der HZ erscheint, wo wir eben verschiedene zentrale geschichtswissenschaftliche Begriffe sozusagen abgefragt haben in unserem Korpus und hier Konjunkturen dieser Begriffe dann darstellen können.
Kommen wir schon zum Schluss und zu der Diskussion vielleicht. Noch ein, zwei Anmerkungen davor. Wir haben natürlich, also beim Thema Topic Modeling stellt sich ja immer so die große Frage nach der Belastbarkeit der Daten, nach der Replizierbarkeit dieses Modells. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wir haben versucht, der Ökonom würde es Robustness-Checks nennen, verschiedene Variationen dieser Modelle oder unseres Modells zu gestalten, um zu schauen, ob diese Topics und die Topic-Verteilung, die wir finden, denn jetzt diesem einen Modell nur geschuldet sind, für das wir uns entschieden haben, oder ob es auch sozusagen generalisierbar ist. Und dazu haben wir in erster Linie eben die Anzahl der Topics variiert, sind bis zum Maximum von 150 Topics hoch und sind eben in die andere Richtung auch bis 20 Topics runter. Und wenn man sozusagen diese kleinen Variationen von ungefähr 10 Topics macht, dann bleiben diese Ergebnisse relativ stabil. Wenn man weiter nach unten geht, verschwindet ab 70 Topics beispielsweise das Cultural History Topic. Das findet sich da nicht mehr, was sozusagen auch nochmal wieder eine Erkenntnis an sich ist. Wenn man nach oben hinausgeht, könnte man ja vermuten, dass wir sozusagen noch mehr Topics finden, kleinere Topics, die sich mit diesen einzelnen Turns beschäftigen. Aber auch das ist nicht wirklich der Fall. Man findet natürlich einzelne Topics, beispielsweise eines zu Gedächtnisgeschichte, das wir jetzt davor in dem Modell nicht haben, in dem wir jetzt arbeiten. Aber was sozusagen diese konzeptionellen Topics anbelangt, verändert sich dadurch nichts. Daraus ziehen wir den Schluss im Hinblick auf die unterschiedlichen Turns, dass wir starke Evidenz für einen sehr, sehr harten Bruch im Sinne eines Social Turns in den 1970er Jahren eben finden können, der sehr umfassend war und auch umfassender als für das, was man normalerweise mit dem Cultural Turn verbindet. Zumindest auf der Ebene eben dieser Zeitschriftenaufsätze, die wir untersuchen. Daraus würden wir den Schluss ziehen, dass das Ausmaß über den Cultural Turn geschrieben wurde, nicht ganz der tatsächlichen Bedeutung dieses Turns auf Ebene der Fachzeitschriften, die wir untersucht haben, entspricht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie gesagt, man findet zwar einige Hinweise darauf, dass sich da auch die Fachkultur verändert hat, aber ob jetzt der Begriff Turn, der ja so eine dann doch relativ starke Veränderung impliziert, tatsächlich so treffend ist, das wagen wir eben zu bezweifeln. Natürlich schließen sich jetzt eine ganze Reihe von weiteren möglichen Forschungsfragen an dieser Stelle an. Wie ich schon erwähnt habe, kann man natürlich überlegen, ob man das Korpus noch erweitert. Man könnte es natürlich in zeitlicher Hinsicht erweitern, weiter in die Vergangenheit gehen, was für einzelne Zeitschriften ja durchaus möglich ist. Man könnte sich überlegen, andere Publikationsformen zu integrieren. Vor allem denke ich da hier eben an Buchreihen. Und Sammelbände sind natürlich für die Geschichtswissenschaft auch, oder waren es vor allem in der Vergangenheit ja besonders relevant. Die decken wir natürlich nicht ab. Und gerade hier wäre es ja spannend zu sehen, ob sich die Themen nach den unterschiedlichen Publikationsformen eben unterscheiden. Ja, ob in Zeitschriften eben andere Themen diskutiert werden als in Monographien. Ein zweiter Aspekt, den wir auch auf jeden Fall noch vorhaben, ist, diese Topic-Daten mit verschiedenen weiteren Metadaten zu kombinieren, vor allem mit Informationen über die Autoren. Ich habe ja schon angedeutet, dass wir ja jetzt schon die Daten haben, ob ein Artikel von einem Mann oder einer Frau verfasst wurde. Und hier könnte man natürlich die Frage stellen, ob sich da systematische Unterschiede ergeben. Aber natürlich wäre auch daran zu denken, Informationen über die institutionelle Affiliation der Autoren zu erheben, um zu sehen, ja, ob sich gewisse Schulen eben hier ergeben. Hier ist auch wäre der Gedanke, das Ganze mit Zitationsanalysen zu kombinieren, um zu sehen, ob gewisse Themen denn besonders zentral sind, besonders stark zitiert werden im Vergleich zu etwaigen anderen Themen. Und natürlich lassen sich eine ganze Reihe von anderen Text-Mining-Verfahren hier überlegen, beispielsweise, dass man in Richtung Stilometrie geht, also nochmal stärker auf den sprachlichen Stil dieser Artikel eingeht. Und hier wäre natürlich eine spannende Frage, ob sich die Art und Weise, wie Historiker denn geschrieben haben, über die Zeit hinweg verändert hat. Und ich würde natürlich, jeder von uns würde das wahrscheinlich sofort erstmal bejahen, wenn man eben
alte Aufsätze vergleicht mit Aufsätzen, die jetzt in jüngerer Zeit verfasst wurden, dann merkt man doch schon, dass sich da sprachlich einiges verändert hat. Aber das zu systematisieren, wäre natürlich auch noch ein sehr spannender Ansatz. Ja, das wäre soweit von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen und Anmerkungen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Wehrheim, für den sehr schönen, sehr spannenden und interessanten Vortrag.